Kennt ihr das? Es gibt immer so diese eine Person, die nur Pech im Leben hat. Nein, dich mögen wir nicht. Und genau das schauen wir uns heute an, weil es anscheinend ziemlich viele Leute gibt, die genau damit zu tun haben. Deswegen, falls ihr nicht Pech haben wollt, lasst gerne ein Abo da. Diese Katze mit einer Krawatte hat mich verfolgt und hat mich aus meinem eigenen Garten gehisst. Also, es ist ihr Garten, meinst du? Nicht deiner mehr. Alle Besucher aus New Jersey müssen erklären, warum. Stell dir vor, du gehst irgendwo hin und dann musst du erklären, warum. Als Einziger. Was haben Leute aus New Jersey bitte da gemacht? Frag mich gerade, ob das irgendein Stereotyp oder so ist oder was das genau sein soll. Ich habe eine Flasche gefunden. Da war eine Nachricht. Wenn du das liest, F dich, du Idiot. Danke, Flaschenpost. Schnell weg! Hier! Ha. Einfach ein Cartoon ist das. Hä? Was ist das? Das ist mehr Cartoon als alles andere. Das mit dem Besen und der Slap am Ende. Homi, was sind das für Soundeffekte? Das ist nicht von mir. Was wird da eigentlich gemacht? Dem wurde ja sowas hingeworfen, wahrscheinlich nicht mit Absicht. Dadurch wurde er nicht Erster. Wird er jetzt irgendwie anders begutachtet oder heißt das, ja, Pech gehabt? Ich weiß nicht, warum das hier auch ist, aber hey, du bist mal wieder auf dem Flugzeug. Hier hast du deine Füße. Stell dir vor, das Essen kommt dann. Und du beugst dich nach vorne, nimmst eine Gabel, willst dran riechen und auf einmal kommt der Käsegeruch. So, vor allem, wie sitzt sie auf dem Stuhl? Oder eher es? Das Café schließt am 27. August und wird erst ab dem 3. September wieder offen sein. Ich brauche Pause von Tina! Also wenn du so krass Pause brauchst von einer Person, dass du ein ganzes Restaurant zumachst. Ich will nicht wissen, wie die Person drauf ist. Die muss einen ja mental wirklich fertig machen. Gib mir einen Weihnachtsbaum! Sie versucht es. Die Katze wird sowas von ranspringen und 80% der Kugeln runterholen. Und alle werden dadurch kaputt gehen. Ein Blitz kam durch die Deckenlüftung und hat unsere Toilette getroffen. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass da jemand drauf sitzt. Dann würde ich gerne mal die prozentuale Chance hören, wie hoch die Chance ist, dass es durch die Lüftung kommt, so ein Blitz, und nur die Toilette trifft. Wenn du dir den falschen Parkplatz aussuchst, ist da irgendwie ein Baum da drüber und du dachtest dir, oh, hier ist so ein richtig schöner, schattiger Parkplatz auf der Wiese. Das ist Troy. Er kann nicht fischen. Ich kann auch nicht fischen, aber ich versuch's auch nicht. Stell dir vor, du bist so schlecht im Fischen anscheinend, dass deine Kollegen oder Freunde sich denken, wir mieten uns jetzt so ein Board, nur um das klar zu machen, wie schlecht du bist. Wenn Satan die Gänse beschwört, nein, du kommst hier nicht durch. Kann mir jemand beantworten, warum Enten oder Gänse oder was auch immer das ist, einfach nur im Kreis laufen? Haben die davon irgendwas? Oder haben die vielleicht Futter gerochen? Hier, ein Mann geht raus, er will rauchen. Er wird sich hinsetzen und überhaupt nichts wird passieren. Wie viel Pech kann man haben, dass es genau dann runterfällt? Ey, manchmal sollte man echt zu Hause bleiben, wenn man das Gefühl hat, dass kein guter Tag wird. Dovahkiin! Ha! Ich besiege dich, Drache, oder nicht? Der arme Hase. Das war ja der Mega-Snipe. Ich finde schön, dass die Kamera halt deswegen da auch so war. Fährt langsam voll. Okay, da hat jemand aber richtig verkackt. War es das? Die haben es dann geklärt. Auf einmal gibt es einen Sturm. Dann gibt's. Die werden von Gott gehasst. Der Unfall war ja so perfekt. Das war ja nicht mal was Krasses. Aber dadurch, dass sie stehen geblieben sind, auf einmal kommt ein Sturm auf und der Baum schlägt, trifft das Auto. Wenn du deine Mutter prankst. Ah! Ey, der hat aber richtig durchgezogen. Das Schlimme wird nur das Saubermachen, weil ich glaube, sie wird nicht mehr sauber machen. Und sein Zimmer auch nicht mehr. Für die nächsten 15 Jahre. Oh, Katze. Und wenn... Oh, ich finde das so süß, wenn Katzen so ankommen. Dann denkt sie sich aber... Ich bin eine Katze. Nein! Wieso? Wieso ist die so? Warum? Was sind Katzen eigentlich? Komm, hier ist dein Futter.
Die Frau. Die Ladung musste erstmal weggegeben werden. Das Pferd hatte definitiv Prioritäten. Komm, mach ein Foto, das schaut voll gut aus. Ich hoffe, du hast Ersatzkleidung dabei. Du bist durchnässt. Das erinnert mich irgendwie, als ich mit Mordado, Maxi und so weiter mal in Europa-Park bin. Und es hat einfach irgendwann angefangen, wie sonst was zu regnen. Wir haben eine Fahrt gemacht und wir waren alle durchnässt. Eine Welle mit Delfin. Nein, keine Surfer hier. Der hatte den als Target. Das war nicht aus Versehen, das war 100% Absicht. Da wird nur ein Auto ganze Zeit getroffen. Ja, ich würde an deiner Stelle auch fahren dann. Ich will gar nicht wissen, wie es sich anfühlt, in so einem Auto zu sitzen und da 50 Blitze in dich einschlagen. Was haben wir hier? Ich werfe die Cola. Lass mich raten. Die hatte keine Lust zu gehen, ja. Manchmal ist es einfach so. Und die wollte unbedingt wieder zurückkommen. Eine letzte Rache. Wenn Gott dich hasst. Kann man halt nicht mal mehr was sagen. Das ist so. Ja. Obwohl das echt photoshopped aussieht. Aber schaut mega cool aus. Hier, dein Eis. Oh, ich wollte Schokolade. Wie viele gibt's eigentlich davon? Wir haben das jetzt so häufig schon in verschiedenen Sachen gesehen. Warum gibt es das? Was ist denn das für ein Trend? Wenn du denkst, hä? Okay, die Tür ist abgesperrt. Hä? Warum komme ich nicht raus? Okay, ich kann raus. Das ist aber auch der Mega-Troll. Anstatt einfach mit jemandem rauszugehen, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es fake ist. Wenn der Traktor dich ein bisschen trollt. Ey, der hat einen echt scheiß Tag. Der hat keine Lust mehr. Und manchmal sind solche Sachen mega witzig. Und manchmal, wenn du einen schlechten Tag hast, kann das Kleinste dich schon fertig machen. Iceland, wo die Sonne niemals weg ist. Du hast halt ewig Sonne. Es ist einerseits cool und andererseits wahrscheinlich verwirrend, weil mein Schlafrhythmus dann noch kaputter wäre. Es ist um 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, so hell wie hier um 15 Uhr. Aber andererseits stelle ich mir das auch voll cool vor, weil man halt immer was sieht. Und solange du deine Wohnung abdunkeln kannst, ist es ja eigentlich kein Ding. Komm hier, wir lernen schwimmen, nimm den Ball. Hahaha. Jetzt weg mit dir. Ich habe gelernt, so wird Kindern gerne mal das Schwimmen beigebracht im Sinne von, okay, hey hier, du hast eine überraschende Situation und jetzt musst du halt über Wasser bleiben. Dass denen gezeigt wird, okay, du musst ruhig bleiben und einfach nur ein bisschen treiben. Ich habe Ananaspizza bestellt von einem authentischen italienischen Restaurant und das ist, was ich bekommen habe. Womit haben sie das F-U geschrieben? Salami? Wenn dich deine Pizza schon beleidigt. Und ich sehe keine Ananas. Nur als Erinnerung, hey, Ed Bailey, da war ein Kind mit einem Schild mit deinem Namen drauf. Denkst du, das wird irgendwer sehen, dieses Mini-Schild? Ist das nicht ein Fan von dir? Also, nett. Diese Firma hat keine Unfälle mehr, seitdem Joe weg ist. Joe, was zur Hölle hast du da gemacht? Hast du zu viele Joe-Mama-Witze erzählt, wodurch die Leute dich immer irgendwo gegengeworfen haben? Der Besitzer der Firma hat gedacht, hey, ich bezahle mal nicht mehr meine Fahrer. Und dann dachte sich einer der Fahrer, hey, ich parke mal meinen Semi-Truck auf sein Ferrari. Also wenn du dir ein Ferrari kaufen kannst, kannst du auch deine Fahrer die paar tausend Euro im Monat Gehalt geben, ohne Probleme wahrscheinlich. Dunkin' Donuts muss man 12-mal pro Monat besuchen, um für einen Boosted-Status in Frage zu kommen, für ein Reward-Programm. Auch wenn wir nur dahin gehen, um unser Handy aufzuladen? Okay, jeder außer Craig. Wer geht bitte 12-mal pro Monat in einen Donutladen? Das ist jede Woche durchschnittlich 3-mal. Also ich weiß, Donuts sind geil, aber 3-mal die Woche mindestens ein Feuerwerk, denke ich mal. Und das fällt... Ich dachte eigentlich, das fällt um und schießt auf den dann, aber fast richtig. Okay, Wurf! Der Ball ist so scheiße abgeflogen, dass es den hinteren, dass es die Bierdose oder die Dose von dem hinten getroffen hat. Ich weiß nicht wie sehr, aber ich weiß, dass es echt kacke. Also theoretisch sollte es ja dem Auto nichts machen, aber überall ist nichts.
Es ist halt nur dieses eine Auto. Wir haben Regen. Oh, was ist mit den Wolken los? Oder was ist mit Gott los? Der hasst aber auch manchmal nur einzelne Personen. Oder einzelne Autos. Oder der will nur sorgen, dass es sauber wird, das Auto. Nicht vor der ganzen Schule. Ich bin hingefallen. Also, das hätte man sehen können. Das erste kann ich verstehen. Okay, da ist sie ausgerutscht. Aber das zweite, dass sie da reinrennt, mit dem Gesicht zuerst, kann ich nicht verstehen. Die neue Teekanne, die ich gekauft habe. Oh, schaut mal, wie gut es herauskommt. Wie wäre es mit deinem Deckel? Okay. Hier, viel besser. Es funktioniert. Man kann es halt auch übertreiben. Du kannst den Deckel festhalten. Was ist mit dem Glas los oder der Kanne? Hey, äff dich. Ich will meine Ruhe. Hier, du musst auch nicht immer alles direkt filmen, ja? Da wäre ich als Frosch auch sauer. Okay, ich weiß nicht, wie das Handygame heißt, aber es gibt genug YouTuber, die da spielen. Das ist ja irgendwie so ein mega bekanntes und die oder der eine Charakter dachte sich, ja, den mag ich nicht. Aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Irgendwas mit Clash of Clans? Ich habe diesen riesen Vogel gesehen und dann ist das passiert. Lass mich raten, er fliegt auf dich zu oder auf jemand anderen? Oh, okay, landet nicht, landet immer noch nicht. Der wollte nur neben dir landen. Der wollte ein bisschen Beistand haben. Das ist Walter. Er ist nicht schwanger. Ist auch schwer für ein Er wahrscheinlich. Bitte füttert ihn nicht. Er ist auf Diät. Er wird euch sagen, dass er verhungert. Aber er lügt. Also lässt du Walter einfach verhungern? Ich würde ihn füttern. Was ist die dümmste Katze, die du je bekommen hast? Sandu. Ja? Schaut aus, als ob sie gerade das Paperface irgendwie nachmachen will. Aber Tiere sind allgemein dumm. Deswegen lieben wir sie so. Fühle die Liebe in Florida. Geh weg, Ian. Geh weg, Ian. Ian, was zur Hölle hast du gemacht? Also du musst ja ultra nervig sein als Nachbar, wenn du so viele Nachrichten hast. Du kommst. Der Stein ist runtergerollt vom Berg. Kann passieren. Da ist sogar ein Schild. Vorsicht. Und es hat nur ein Auto getroffen. Wenigstens war keiner drin. Immer positiv sehen. Und ich hoffe, du bist versichert. Gegen Naturschäden. Wenn du einen schattigen Parkplatz haben willst. Nein, du nicht. Dich mögen wir nicht. Du darfst in ein 40 Grad heißes Auto steigen. Anarchy Chess. Okay, irgendein Subreddit. Wir bannen Jessica. Jessica ist nicht willkommen. Was hat Jessica gemacht? Weiß sie nicht, wie man Schach spielt? Kinder, die Haustieren ausgesetzt sind, leiden seltener unter Kindheitsallergien. Finde ich interessant. Kann ich aber auch mir vorstellen. Die sind ja viel mehr ausgesetzt durchs Tier nochmal. Außer Hamster, die alles noch schlimmer machen. Was zur Hölle machen bitte Hamster? Jetzt hast du eine Frage aufgeworfen, die ich gerne beantwortet habe. Hätte. Gerne. Bitte. Das ist wunderschön. Ich könnte 9 Seasons schauen. Okay. Das ist Emmanuel. Okay, ich glaube, da liebt jemand die Kamera. Kannst du einfach aufhören. Oh, da, Kamera. Emmanuel. Der hat richtig Bock auf die Kamera. Und sie wollte nur ein paar hilfreiche Videos machen über Tiere. Aber Emmanuel hat keinen Bock. Wenn du nur dein Loch graben willst und sich ein anderer Fisch denkt, haha, ich kann den trollen. Hier hast du das. Warte, der gräbt ihn zu. Warum ist der Fisch so ein Arschloch? Was ist das? Alles mit SpongeBob muss echt sein, wenn ich sowas sehe. Wenn du nur am Handy sein willst, aber dein Kind ist langweilig. Ein kleines Mexikind. Und dann High Kick! Ja, da würde ich meine Entscheidung auch nochmal doppelt überlegen. Also der Kick war aber auch gut. Echtes Camping, okay. Luftmatratze. Sie ziehen ihn raus. Er wird einfach auf dem Wasser aufwachen. Ich finde es krass, dass wir da durchschlafen können. Ich hätte erwartet, dass man bei so viel Movement schon irgendwie denkt, oh, was ist hier los und dann wach wird. Vor allem, der ist echt weit draußen, bis er wach geworden ist. Wenn deine Fahrt stoppt, nur damit du nass gemacht wirst. Wenigstens hast du eine Mütze. Also du kannst es versuchen abzuwehren. Aber das ist echt ungünstig. Nächstes Mal lieber einen Regenschirm mitnehmen. 2018 hat 50 Cent 200 Tickets zu einem Konzert von Ja Rule gekauft, nur damit die Sitzplätze leer bleiben, damit es so ausschaut, als ob niemand da wäre. Er war aber dann trotzdem verkauft, also
trotzdem muss das echt hart sein, wenn du denkst, oh, da kommen viel mehr Leute. Und dann siehst du da mega Platz, wo alles leer ist. Mein lokales Café verwendet einen Starbucks-Becher als Toilettenbürstenhalter. Ich glaube, die finden, Starbucks ist nur Dreck. Oder Kacke. Was auch immer ihr wollt. Wenn dein Mann und die Katze den gleichen Geburtstag haben. Alles Gute, Molly. Und ich hoffe, er sollte so schauen. Der schaut echt nicht happy aus. Obwohl ich das echt süß finde. Das ist Dave. Dave hat noch nicht den Auftrag bezahlt, den wir vor 6 Wochen fertig gemacht haben. Sei nicht wie Dave. Ich muss auch Rechnungen zahlen. Deswegen holt man sich erstmal eine Rechnung ein, wie teuer wird das dann? Und dann kann man immer noch sagen, hey, ich kann's zahlen oder ich kann das nicht und dann war's das halt. Wenn ein Bär in deinen Garten kommt, aber deine Katze keinen Bock auf einen Bären hat. Katzen sind interessant. Katzen denken einfach, die gewinnen gegen alles. Du musst nur aggressiv genug sein. Die Brown University hat 3347 von 3348 Bewerbungen angenommen. Die haben genau eine Bewerbung nicht angenommen. Kann ich die mal sehen? Die muss ja leer gewesen sein. Oder die haben diese Person echt nicht gemocht. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video.